Hallöchen auch an YouTube. Folgendes Problemchen. Wir haben eine gildeninterne Gruppe, was sehr, sehr geil ist. Wir haben nur ein Problem. Wir haben einen dabei, der nur heilen kann. Und ich habe noch irgendwo ein Shadow-Spec rumfliegen. Das heißt, wir werden heute leider kein Diskies sehen. Sondern ich werde tatsächlich heute als Shadow HC installieren erstmal laufen. Wir werden später noch eine andere Inni laufen, aber jetzt erstmal tatsächlich als Shadow. Ich habe mir nur mein ganzes Spec leider verhauen, weil ich alles auf Disty ausgelegt habe. Aber ja, wir haben sonst keinen Heiler. Und Sam, hallöchen. Wie geht's hier? Eigentlich ganz gut. Aber ich muss jetzt irgendwie schnell auf Shadow umbauen. Das wird ja. Naja. Nicht so einfach. okay, Dispersion. Ich habe noch so ein teilweise gebasteltes Gedönse halt da, aber ja. Wir müssen jetzt mal gucken. Also ich muss mal schnell irgendwie wieder mein Zeug zusammenbasteln. Da ist Schattengeist. So, da haben wir physischen Schrei. Das kommt eh raus. Das kommt auch raus. Also. Wir haben halt jetzt eine gildeninterne Gruppe. Das heißt, wir können gleich los. Wir werden H10-Instanzen laufen. Das ist super. Aber wie gesagt, leider heute als Shadow erstmal wieder unterwegs. Ich weiß, der eine oder andere wollte mich unbedingt als Disty sehen. Ich wollte mich auch selbst als Disty sehen. Aber es wird leider jetzt erstmal Shadow sein. Sorry dafür. Aber anders da wird es nicht machbar sein. Ah, nee! Ich muss nur die Gestalt wechseln. Ich habe noch mein Zeug. Ich habe noch mein Shadow alles drin. Oh, Gott sei Dank. Oh, Gott sei Dank. Okay, wir haben noch Shadow komplett drin. Sehr schön. Jetzt müssen wir nur mal gucken. Wir sind jetzt als CD gemeldet. Wir haben ja zwei Tanks. Aber ich teile ja eh nicht. Von dem her kann es mir egal sein. Vanni, hallöchen! Hi, Vanni. So. Herzlichen Glückwunsch, Vanni. Sie haben einen Moderationsstatus für YouTuber gewonnen. So, ich muss geportet werden. Ich habe keinerlei... Moment. Oh. Erster Fail? Nie schon. Höhlen der Zeit. Ausweis von Stadträumen. Könnt ihr mich porten? Ich hänge in Eisenschmiede fest. Ernsthaft. Ach, die haben schon angefangen. Was? Die sind alle jetzt schon. Die sind alle in Strat und fangen gerade schon an. Ich bin noch in Eisschmiede und ich habe keinen Ruhestein in Dalaran. Wie komme ich denn hier weg? Also ich brauche ungefähr 15 bis 20 Minuten, bis ich sonst da wäre. Das wäre ungünstig. Hallo. Ich kann auch anreisen, aber es dauert echt ewig. Ich muss ja erst nach Mental, danach muss ich mit dem Schiff rüber. Aber bitte porten. So, aber wie gesagt, ja, wir müssen leider als Shadow spielen. Das wird jetzt spaßig. Mal schauen, wie viel Schaden wir rauskloppen können dann dementsprechend. Aber schauen wir mal. Tiny's Red Hammer. So, Sui übrigens wird tanken. Also wir haben Sui aus dem 10er, der will unbedingt mal Tank spielen. Mal schauen, wie er sich anstellt. Schauen wir mal. So, und ich krieg vielleicht noch einen Port. Mal gucken. Ah ja. Und ja, HDZ1 ist Daily und da werden wir jetzt erstmal die Quest machen. Hier auswärts von Stadtholm. Dann schauen wir mal, wie es so läuft. Ich brauche echt eine halbe Ewigkeit zum Anreisen. Christian, guten Abend, hallöchen. Heute WoW. Eigentlich nur noch WoW im Moment, Livestreams, aber ja, heute WoW. Nera. Was? NHC? Ja, also wir werden einige HC-Instanzen machen, aber wie gesagt, leider heute als... Ich hätte gerne Disty gespielt, aber wir haben leider unser Heal. Der Parler kann nur heilen, also er kann wirklich nur heilen. Wir haben wenigstens noch so ein Mischmasch an Gier im Moment. Hier übrigens einen 19 Zaubermacht reingesorgt, das Ding ist schweinsteuer. Porten? Porten? Nicht Porten? Ach, hä? Warum kein Port von Dalaran? Ruhestein. Ablenkzeit. Ich habe es gerade vorgezogen, nochmal beim Herr Lehrer vorbeizuschauen, euch auch wirklich alle Shadow-Skills gelernt habe.
Weil ich war nicht darauf vorbereitet, dass ich heute Shadow spiele. Ah, sehr schön. Gott sei Dank. Sonst ja, aber leider Ruhestein Uplink. Danke. Moin. Moin. Ich war hier übrigens noch gar nicht. Also als Shadow, klar. Gucken wir mal, wie es läuft. Also wir werden halt als CD jetzt hier herhalten. Mal schauen. Wir werden später, ich will heute auf jeden Fall noch eine Instanz Diszi spielen. Also jetzt spielen wir erstmal, wenn wir eine Gildengruppe haben, nutzen wir den extremen Luxus, den wir gerade haben. Allein Sui ist zwar eigentlich kein Tank, er spielt heute zum ersten Mal Tank, aber ein Gearscore trotzdem mit Tank-Equipment von 5000, das ist... Wir haben 2700. Mehr Worte brauchen wir nicht, oder? Und ich glaube, ich kriege eh alle Items. Wobei, hier haben wir noch einen 2,8er. Das sehe ich hier sogar nicht. 4,9, also fast 5000. Jetzt. So, ich bin übrigens im Discord, deswegen ab und zu nicht wundern. Da wird natürlich auch viel gelabert. Diese lila grüne Wolke da, die du hinter dir herziehst, sieht nicht gesund aus. Gab's Bohnen? Nee, ich bin Shadow. Das ist meine düstere Aura. So. Auswärts von Standard habe ich tatsächlich auch erst zweimal gespielt oder einmal gespielt. Also ich weiß, wie es funktioniert. Das Schöne ist, wir kriegen vielleicht den Drachen. Den könnte schon jeder haben. Wir spielen HC, kein HC Plus, sondern nur HC. Ist auch besser so. Und ja, holen uns jetzt... es geht darum, dass ich Equipment bekomme für meinen Priester. Sowohl Diszi wie auch Shadow. Das Tolle ist, Shadow und Diszi Equipment geben sich nicht so viel Unterschiede. Sondern du gehst tatsächlich als Diszi gehst du auch hauptsächlich auf Crit, Tempowertung, Crit, Intelligenz und als Shadow eben auch Crit, Tempowertung, gut, Trefferwertung noch, aber. Ja. So. Ich habe die Quest noch gar nicht. Braucht jemand die Quest hier noch oder skippt mir das? Ich hab's auch nicht. Ja, dann müssen wir uns porten lassen. Also wir skippen die Quest. Ist mir auch recht. So. Jetzt muss ich aber ganz kurz wieder klarkommen auf den Priester. Und vor allem auf Shadow. Wer tankt denn? Sui tankt. Aber wir haben kein... Oh, wir haben kein Ding dabei. Oh, ich habe 87 Wasser. So, hätte gedacht, du machst bisschen D4. D4? D4? Was ist D4? Oh Gott. Warte mal. Das. 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 Okay. Ja, schauen wir mal, wie es läuft. Ich glaube, wir gehen los, oder? Diablo? Nee, Diablo vielleicht noch. Also, der Abend ist jung. Und ich habe heute ein bisschen was vor. Das könnte tatsächlich sein. Ich muss vielleicht jetzt mal wieder klarkommen. Achso, wir müssen auf jeden Fall... Kann ich noch nicht wirken. Vorpost der Ernstkrieg im Moment ruft, das ist okay. Haben wir alle Buffs, ja. Rolle. So, die sind leider so, also ich weiß gar nicht, als Shadow braucht man eigentlich die Elite-Gegner nur. Wir machen HC Plus. What? Okay, wir machen doch HC Plus. Sehr schön. Ich weiß auch nicht, ob das ins Gear reicht. Okay, wir müssen nochmal resetten. Wir machen tatsächlich HC Plus. Alexander, wunderschönen guten Abend, Hallöchen.
Bin mal gespannt. HC Plus natürlich super wegen Loot, aber... Ah. Ah, wir müssen resetten die Instanz, super. Und der Weg ist schweineweit. Ja, der Weg ist halt für die Tonne. Alter Verwalter. Ja, dann müssen DBS mitmachen. Ja, definitiv. Ihr seid sicher, dass wir HC Plus auch schaffen. Okay. Mein nur, mein Priester ist, das ist die zweite HC-Instanz, die ich erst gespielt hätte mit dem Priester. Okay, mit Randoms nicht, aber wir sind hinter. Was zur Hölle? Ja, gildenintern gut. Aber mit Randoms würde ich das auch nicht spielen wollen, ehrlich gesagt. In HC. Bin ich eigentlich ganz froh, dass ich nicht heilen muss bei HC Plus. Wobei HC Plus, es geht eigentlich vom Schwierigkeitsgrad her. Es ist jetzt Naxxramas Niveau, aber Naxxramas war jetzt auch nicht so krass. Also. Aber halt mit einem komplett frischen Level 80er jetzt HC Plus ballern. Schön. Okay, die Ansage ist, wir schaffen das. Ich bin stets bemüht. Ich muss jetzt mal wieder gucken, wie ich mein Shadow überhaupt spielen muss, aber ja. Warte. Was? Irgendjemand hat eine ID. Wir haben jetzt schon ID, oder was? Jo, ich habe auch ID. Angreiferwellen 3 von 10. Ja, tatsächlich. Ja, wir müssen es jetzt auf HC durchspielen. 3 von 10 Angreiferwellen. Zeit 21 Minuten Verbleib. Gut, wir machen eh keinen... Also Timerun glaube ich nicht, aber ja. Okay, wir haben jetzt ID. Das haben wir alle versaut. Ja, geht nicht. Ich bin außer Reichweite. So geht nicht. Doch, geht. Geht nicht. Ah, Daily. Sehen Sie das? Eigentlich nur Vampir-Umarmung draufschmeißen. Klar. Ich auch. Teilweise suchen die Leute noch ihre Tasten. Auch schön. Hier. Hör auf damit. Ich habe kein Ziel. Das lädt immer noch auf. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Kann ich noch nicht wirken. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Boah, die gehen zu schnell tot. Achso, das waren die Non-Elite. Soll ich kein Damage mit am Laufen? Aber ich werde eh nichts reißen können. Also mit null Vorbereitungen und allem drum und selbst mit Vorbereitungen würde ich nichts reißen. Das sind nicht, ich bin nicht mal darauf ausgelegt mehr. Ich weiß gar nicht, wie viel Trefferwertung wir haben. Trefferwertung von 61. Ja, danke für nichts. Ich habe die Trefferwertung halt auch schon nämlich eingetauscht. Ich habe mein ganzes Gear weggeschmissen praktisch. Ah, da ist er schon. Fleischhaken. Neues Spielzeug. Ich muss näher ran. Das lädt immer noch auf. Kann ich noch nicht wirken.
Das. Immerhin passt mein UI noch für Shadow. Das ist ganz praktisch. Das heißt, wir sehen, wo, wie, was, wo, wann ausläuft und nicht ausläuft. Das ist ganz hilfreich. Schild war was? Überhaupt Heilung? Okay. Ja, da ich besser renne tatsächlich. Leider. So. Ghoulwild. Ghoulwild, ja. Weiß gar nicht, ob das sinnvoll ist, die vorher durchzudotten, aber ich glaube schon. Wir haben respektvoll Vorposten Allianz. Sehr schön. Alter, alle mit Schuhen. Klar. Haben wir irgendwas, was uns schneller macht als Priester? Nee, oder? Aber oh, wir können während des Gelaufens casten. Das ist ganz nice. Ich habe jetzt sogar extra Fläschchen und alles heute mitgenommen, damit wir ein bisschen performen können. Hier. Wo ist es denn? Da unten hier Fläschchen und alles. Oh Leute, jetzt ist sie richtig was reißen und jetzt muss ich Shadow spielen. Super. Aber so geht's manchmal. Das ist tatsächlich das normale World of Warcraft Live. Du denkst, es passiert das und es passiert was völlig anderes. Das Geile ist, auf die Kleinen hier lohnt sich nicht mal irgendwas zu casten, glaube ich, von mir. Die sind auch, die werden mit einem Tick auch weg, aber ich habe keine Massen-AOE, außer hier Gedankenexplosion, aber hier. Mal 80 Gold, was? Oh, Feuerglüfe. Die sterben aber auch viel zu schnell wieder, dass du überhaupt keinen Schaden machen kannst. Georg, Hallöchen! So eine Fläche mit Gemäuse zu performen, das hört sich auf so viele Ebenen falsch an, Roffel. Ich habe nur die Befürchtung, ich wollte eigentlich ein Bierchen aufmachen. Ich glaube, ich komme nicht zu meinem Apfelsaft. Oh. Bin mal auf HC Plus gespannt, weil dann kriegen wir halt Naxxramas, was schon richtig geil wäre. Ich habe halt auch als Tank noch nie HC Plus. Ich habe noch keine einzige HC Plus Instanz gesehen, bis jetzt von innen. Aber HC ist tatsächlich, das ist nur einfach. Das lädt immer noch auf. Ich habe kein Ziel. Ihr seid zu spät, Held von Lordaeron. Die Stunde der Toten naht. Ich hätte gern irgendwas, was ich schneller macht. Dispersion, glaube ich, macht mich schneller, oder? Die Unterhaltung ist da. Ja, HT. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ich hab kein Mana mehr. Ausdauerintelligenz, Willenskraft, Zaubermacht 40, Zaubermacht 50, das ist auf jeden Fall besser wie das, was ich habe. Recken, trefft mich sofort am Rathaus. Wir müssen Mal'Ganis in den Kampf verwickeln. Alle Ingenieure oder was? Am Arsch!
Die rennen einfach nur weg. Folgt mir, ich kenne den Weg. Hilfe. Ja, ich bin froh, dass ich vor der Seuche zu euch gelangt bin. Mal'Ganis wird dafür bezahlen. Leider kein Inji. Ein Hindernis. Ach, hier eine Weihe. Oh, Paladin hier ist in der Instanz. Was ist dies für ein Zauber? Ich wurde gerade vor 5 Minuten von Pipi vor vollendete Satzahn gestellt. Yo! Bei meiner ersten Nachricht heute hier im Chat war ich noch kein Mod. Ja, jetzt schon. Ich weiß gar nicht, in weit, wie sich das lohnt, hier durchgotten. Kannst du was vergessen? Ich hätte mich zum Mana auf den setzen wollen. Weil, sind wir mal ehrlich, sie sind nicht auf meinen Damage angewiesen. Aber wieso, wieso ist mein Damage Meter weg? Das missfällt mir. Das war eigentlich die ganze Zeit mal hier unten. Mal'Ganis scheint mehr als nur die Geißel in seinem Arsenal zu haben. Wir sollten uns beeilen. Mehr üble Zauberei. Seid auf alles gefasst. Du Scheiße. Okay. Klar sind wir letzte Schaden, aber hey. Ich bin noch vorm Heilpaladin. Nein. Lohnt sich hier eigentlich Gedankenexplosion? Ja, oder? Besser wie Ding. Aber das kostet dann 900 Mana. Ist halt ein Mana-Fresser ohne Ende. Aber wir kriegen Gier, das ist der Vorteil. Ich bin der Einzige, der noch irgendwas an Gier, glaube ich, verwerten kann hier. Los, weiter! Oh, wo wollen sie hin? Ach, 12 Minuten, das Mount kriegen wir noch. Sie haben uns in dieser Halle umstellt. Gar nicht so schlecht, oder? Also es könnte noch beschissener laufen. Der Vorteil ist, wir haben Platz ohne Ende in der Tasche. Ich kann 2 Millionen Dinge mitnehmen. Ist das Classic? Yo! Ausmerze von Stratholm gerade. WOTLK Classic, um genau zu sein sogar. Liebe mein Kühlschrank. Sehr beharrlich. Ich weiß nicht, ob durch das überhaupt sinnvoll ist. Spielt zufälligerweise jemand Shadow da draußen? Der hier Anwesenden? Wäre das dran zu wissen? Komm nicht mal mit dem Cast durch. Keine Sorge, in 5 Minuten hast du das Inventar wieder voll und alles einen gewohnten Gang. Ich glaube auch, wann. Mir noch in den Weg legen. So. Moin. Da kommt der Dicke. Da können wir immerhin unsere Rota durchziehen. Übrigens, der Kampf auswärts von Stratum ist zu 99,9% Lava und zu 10% Mobs töten. Geht zu 1%. Wobei wir gehen über 100%. Aber als Mod hier hat man viel weniger Macht als gewohnt. Kann nicht mal mehr Quatsch mit dem Titel anstellen. Ja gut, das ist halt leider der Nachteil an... Oh, ich hab beim Kimo angefressen. Das ist der Nachteil an YouTube. Ihr habt ein bisschen weniger, dafür läuft es insgesamt tatsächlich viel besser. Dieses Schweigen. Es wäre interessant als Heiler gewesen, glaube ich. Wobei, Sui dürfte echt nicht so viel Schaden kriegen. Ich meine, mit einem 5000 Gear-Score. Davon habe ich früher geträumt. Ah, Blatt und Verteidigungswirkung braucht keinen Weg. Der schnellste Weg zu Mal'Ganis liegt hinter dem Bücherregal da vorne. 1,5k, na immerhin. Es geht ganz schnell. Für einen Nachteil, weniger Arbeit nenne ich das. Wie gut, dass dieser Geheimgang noch existiert.
Sui hat Angst, dass er keinen Schaden kriegt. Au, au, au. Hallo, Ateng, ich werde gehauen. Als gut equippten Shadow könntest du die Tanks so geil stressen. Ich würde gerne, aber mit dem Equipment funktioniert das einfach nicht. Also es geht nicht, selbst wenn ich wollen würde. Mit dem Equipment geht's nicht. Oder könntest du vorpullen? Nicht zum Looten, aber das ist wie im Zehner. Auch nicht anders da. Hyndax Ramas 10er Lauf. Theoretisch. Und vielleicht 10, aber. Geht das mittlerweile überhaupt? Ja, ich glaube schon. Ich bräuchte schon Mana. Ich bin froh, dass ich Flüche während des Laufes setzen kann. Oh, sie haben auf jeden Fall Spaß. Was ist denn hier? Ja, ist tot. Ja, krieg Cast nicht mal durch. So, 8 Minuten noch für Le Mount Boss. Machen wir 7 Minuten 30 Pause. Wir sind so schnell. Aber wer ist denn da hinten noch? Ich bin im Kampf. So, wir haben noch 7 Minuten für den hier. Der verschwindet sonst durch das Portal. Und damit kriegst du das Flugmount. Ich weiß gar nicht. Vielleicht bin ich der Einzige, der es noch braucht. Wäre cool, wenn wir es kriegen. Nicht. Egal. Schon mal ein bisschen hier. Akkuverlust beim Tank. What? Ist er. Das ist das richtige Tor? Ja, dahin geht's lang. Ich hab gewonnen! Ah, Arthur steht irgendwo noch. Sehr schön. Aber auch weniger Gelegenheit zu ärgern, stelle ich fest. Das ist auch richtig. Aber ihr ärgert mich genug. Achso, ich baue übrigens einen TTT-Server zusammen. Georg Wanni. Ihr wisst Bescheid. Keiner Arthur ist angesprochen. Das ist übrigens der Klassiker in der Instanz. Guck mal, ich habe mir schon angemacht wie der Druide. Aber wir haben auch ungefähr gleichen Gearscore. Wo ist denn der? Ach, ganz da hinten haben sie den. Oh Gott, das dauert ja viel. Ja, komm, eh nochmal Mobs. Untoten nicht kriegen, dann vielleicht das Feuer. Ja, das sind überall nochmal Gegner. Geil, ja, den ganzen Scheiß nochmal spielen. Oh, kann ich wenigstens looten?
Ah, guck mal, ich krieg 5k Akku nur drauf. Das ist ja lächerlich. Lächerlich. Was ein Schildhieb mit Paladin hast 30k drauf. Ja, hier, ein Toter. Ich hab auch Akku. Oh, ist immun. Auch gleich tot. Arthas ist aber auch gleich tot. Der nächste tot. Wir vipen. Es wird ein Vibe. Wir vipen in der HC. Vipen wir jetzt wirklich? Arthas ist tot. Ein neues Kaltgetränk. Ich habe auch Akku. Also, Vibe! Ich frage nochmal, sicher, dass wir HC Plus spielen sollten? War schön. So, die Gildengruppe, wir rennen voll HC Plus mit egal wie viel Twinks dabei. Einfach mal quer durch die Instanz durch und pullen alles. Das klappt schon. Schön. So muss laufen. Trouble in Terror is down. Ja, Wanni. Habe ich noch nie gespielt oder gesehen. Liest sich aber, als wäre es lustig. Werde dauertot sein. Ja, du musst halt lügen, lügen, lügen. Beim Moon City? Was? Ist aber sehr, sehr lustig, weil der Scum-Server ist jetzt mittlerweile abgemeldet. Da spielt keiner mehr drauf. Ich baue aus dem Scum-Server, der läuft nur 75 Tage, baue ich einen TTT-Server. Mach dazu auch Tutorial-Videos, wie man einen einrichtet und so weiter und so fort. Und ja. Ich bin zum zweiten Mal in der Instanz. Das mit zwei Chars. Heal war durch. Der Heal war eigentlich durch. Ach Gott, wir müssen jetzt von da vorne durch. What? Oh, hier ist alles tot, oder? Ich habe noch ungelesene Nachrichten. Warum? Vor allem von wem? Sind wir mit Dispersion jetzt schneller? Mana-Wiederherstellung? 90%? Nee, nicht schneller. Bewegung, entfernen und ihr werdet die da. Ja. Sind nur immun gegen alles, aber schneller werden wir nicht. Aber da, ich bin echt gut vorbereitet. Ich hab Steaks dabei, ich habe Fläschchen des Frostwurms gekauft. Ich war auf alles vorbereitet. Wir haben immerhin den Zügel des Bronzedrachen schon mal gewonnen. Und wir haben eine Halskette, die besser ist wie... Also, alles ist besser wie mein Gear, was ich anhabe. Bis auf der Gürtel, der ist gar nicht so schlecht. Das ist der Pre-Raid-Besten-Slot-Gürtel immerhin. Der Rest ist alles austauschbar von meinem Gear. Sowohl für Diszi wie auch Shadow. Ah, ja. Ah, wir haben Arthas gefunden. Ihr seid so schnell. Wieso spiele ich eigentlich immer Klassen, die nicht schneller laufen können? Ich will wieder Schurke spielen. So. Ich kann sogar links buffen. Ja. Bist du in die Hutschnur voll gebufft.
39k live. Oh, oder? Da liegt Loot. Mit Ready Check. Oh. Lasst uns diese Stelle so schnell wie möglich passieren. Falls uns die Untoten nicht kriegen, dann vielleicht. Den Fulltimer. Das lädt immer noch auf. Mach auch Aua. Doch. Dieser Zauber ist das geht nicht, dass man alles tanken kann. Klar kann man alles tanken, auch als Krieger tanken. Vor allem gerade als Krieger tanken kannst du auch einfach. Gut, die Kleinen kannst du auch Masse tanken, mal abgesehen davon, dass sie ethisch aufgehen. Ah, das ist dann eh wieder zurück. Das Geile ist, wir slowen ihn halt auch noch. Sehr schön, so laufen wenigstens meine Dots durch. Guck mal hier! Dritter im Damage! Yes! Oh, die kommen halt nicht mal, oder? Was haben wir hier noch rumfahren? Der ist eh tot. Jemand hat gerade im Discord gesagt, es riecht verdächtig nach Rauch. Er guckt mal, ob das Haus brennt. Er ist jetzt seit 20 Minuten weg. Ist das ein gutes Zeichen oder ein schlechtes Zeichen? Das ist genug. Wir müssen weiter. Ist genug, wir müssen weiter. Was ist Arthas überhaupt? Ist eh schon irgendwo ganz hinten am Arsch der Welt, oder? Spawnt er nicht auch nochmal Gegner? Da hinten ist er. Wahrscheinlich stirbt jetzt wieder, weil er irgendwo aufgehalten wird. Er braucht seinen Zivi. Ich werde nicht zulassen, dass dieses. Er gibt eh gerade Gas. Endlich etwas Glück. Die Marktgasse brennt noch nicht. Mal'Ganis sollte am Kreuzzüglerplatz sein. Sagt mir, wenn ihr soweit seid. Die Gerechtigkeit wird obsiegen. Welchen Titel? Nee. Wir haben keinen Namenstitel. So, da ist er. Der Chef. Wir beenden das hier und jetzt, Mal'Ganis. Nur wir beide. So, das dauert jetzt ewig. Müsste sich unterhalten, oder? Nee. Ein guter Test, Prinz. Achso, ich vergesse da auch eine Vampir-Umarmung. Alter Verwalter. Ach, so war, glaube ich, die Rote. Ich glaube, mit einer Rote erliege ich ansatzweise vernünftig. Ah, guck mal hier! Mann! Und die 8k TPS vom Schurken. Ach, scheiß Stille. Ah, nee, schlafen. Noch schlimmer. Sammelt eure Streitmacht und folgt mir in das arktische Land Nordend. Dort werden wir unsere Rechnung begleichen. Dort wird sich euer wahres Schicksal offenbaren. Wenn es sein muss, jage ich euch bis ans Ende der Welt. Habt ihr gehört? Bis ans Ende der Welt! Bis ans Ende der Welt. So, ihr also... Habt euch gut geschlagen. Ah, guck mal, wir kriegen auch noch eine Folge. Alles, was Mal'Ganis zurückgelassen hat, gehört euch. Es ist eure Belohnung. Ja, Reisrucksack, gefrorene Kugel, Gier, Reisrucksack, Gier, Platte, Gier und die Hose ist leider Schwerrüstung. Voll. Danke. Ja. Aber wir haben keinen, der Portale machen kann, oder? Ja. Aber wir haben die Daily immerhin fertig und wir haben den... Du, das Bonks machen. Was? Gromi warten?
Mojo Flask. Ach, guck mal, wir haben eine Reißdose geworden. 16 Platzbilder. Ja, holla. Ja, wir können die Quest nicht abgeben. Wir haben die Quest nicht gemacht. Aber jetzt können wir wegporten, oder? Ah, ich habe als Shadow mehr geheilt wie der Palahil. Schön. Was haben wir für Post? 4 Gold, Eone. Was machen wir als nächstes? Huren. Huren als nächstes, das ist gut. Wir geben schon mal die Daily ab. Ich bin geehrt. Zwei Embleme der Eroberung. Seid ihr nicht alle Inji? Einmal mit Profis. Alle Inji ist keine Wurmloch. Kann ich behilflich sein? Viel Glück. 5 Minuten. Ja, super. So, an YouTube schon mal vielen Dank. Bis zur nächsten Folge. Der Livestream logischerweise läuft weiter. Wir gehen jetzt auf Turm HC+. Wird spaßig.